Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zwar zu der Auflösung des 20 € Gewinnspieles, wo ich Trials Rising gespielt habe auf der PS5 und ihr musstet raten, wie viele Fehler mache ich noch. Also das hat ja hier geendet bei 11, 58 und 17 Fails, ungefähr die Hälfte. Ich habe euch gesagt, es wird schwerer, das heißt, ja, doppelter Weg nochmal, 34 Fehler und ich habe gesagt, es wird ein bisschen schwerer, deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe mehr als 34 Fehler, mehr als doppelt so viele, weil es halt immer schwerer wurde. Wie viele, das sehen wir uns jetzt an. Und hier sind halt eure, eure Meinungen, ne, eure Einschätzungen. Und ich habe hier schon durchgeguckt, die Leute, die User blablabla heißen, das sind 1, 2, 3 Leute, die haben den Account erst heute erstellt. Und für mich sind das Fake-Accounts. Vielleicht irgendwer doppelt hier, das ist mir egal, aber diese drei zählen nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die drei zählen nicht, wobei ich auch jetzt schon sagen kann, ja, will ich schon verraten? Nein. Also diese drei zählen nicht. Diese drei zählen nicht. Alle anderen zählen. Und ich habe hier jetzt das Full-Video an. Und ich habe schon ein bisschen weitergespult. Das hier ist das Full-Video. Ne, hier hätte ich da diese 17 Versuche zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe jetzt hier auf 2er Geschwindigkeit. Wir gucken uns jetzt nicht alles an. Das dauert zu lange. Ich spule es gleich vor. Aber nochmal zur Erklärung, wer jetzt sagt, oh, hoffentlich habe ich gewonnen. Scheiße, wieso machst du gleich Fehler? Blablabla. Scheiße, scheiße. Also, dieses Spiel ist Trials Rising auf der PS5. Und das Schwere ist, beziehungsweise, es ist eigentlich so simpel. Du gibst nur Gas, Bremse, nach hinten und nach vorne lehnen. Und du musst immer diese Balance finden. Das Problem ist, du hast nur auf dem Hinterrad Antrieb. Das heißt, du musst immer mit dem Hinterrad irgendwie aufkommen, sonst kommst du nicht vorwärts. Warum ich das sage, vor allem am Ende ist es wichtig. So, ihr seht das jetzt, ich fahre da eigentlich ganz gut. Bin glaube ich, nicht schlecht. Die Levels sind auch richtig geil. Boom, macht da noch ein Salto. Verkackst leider. Boom, nächste. Na, wieder ein Fehler. Zack, nach vorne. Jetzt schaffe ich. Ist jetzt 2er Geschwindigkeit, ne? Jetzt nicht wundern. Nur, dass hier alles ein bisschen schneller geht. Zack. Man muss sich halt immer nach vorne lehnen, dass wenn du Gas gibst, nicht nach hinten weg, weil du hast nur Hinterradantrieb. Ne, ihr seht das hier. Boom, ich bin eigentlich ganz gut. Immer mal Checkpoints. Immer, wo dieses Grüne ist. Da, dieser Ständer ist jetzt rot. Wenn ich das jetzt schaffe, boom, wird's grün. Dann starte ich von da weiter. 21 Fehler im Moment. Und ich würde mal sagen, wir skippen jetzt immer so ein bisschen weiter. Ich mache ab und zu immer mal so ein, zwei Fehler. Ne? Man muss immer versuchen, parallel zur Strecke aufzukommen, damit man halt keinen Crash macht. Ihr seht das, geile Strecke. Das Spiel macht wirklich Bock. Da falsch aufgekommen, zu wenig Speed gehabt, hab den Sprung nicht geschafft. Da auch wieder, ne? Also 30 Fehler schon. Und es häuft sich halt ein bisschen. Zack. Da schaffe ich es aber. Man muss immer aufpassen, dass man... Da schaffe ich es wieder nicht. Ich glaube, ich muss auf der... Ja, jetzt schaffe ich's. Und bin dann aber wieder zu weit gesprungen. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Ich probiere das jetzt ein paar Mal. 32 Fehler schon. Also die Fehler häufen sich halt, weil es schwerer wird. Jetzt schaffe ich's. Hab genug Schwung. Jetzt die nächste. Bumm. Und schaffe, glaube ich, jetzt auch den nächsten Checkpoint. Bam, bam, bam. Muss immer gucken. Da war nochmal knapp. Checkpoint. Zack. Ne, wir spielen jetzt nochmal ein bisschen weiter, weil am Ende wird es erst interessant. Ne? Ihr wollt ja wissen, wie viele Fehler ich gebraucht habe. Wer ist am nächsten dran? Und ihr seht das jetzt hier. Hier habe ich 46. Und das ist auch schon immer schwer. Pam, pam. Man muss sich nämlich immer nach vorne und hinten beugen, damit du diese Weite schaffst. Oh, das war knapp. So, und jetzt. Es ist wirklich so. Ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Entschuldigung. Jetzt habe ich hier aber eine sehr, sehr schwere Stelle. Ihr seht das. Du musst dich nämlich nach vorne lehnen. Und da musst du diesen Sprung schaffen. Und ich denke die ganze Zeit, Mann, es ist unmöglich, weil... Da du dich nach vorne lehnen musst, damit du bei dieser Steine nicht nach hinten kippst, hast du einfach zu wenig Schwung, darüber zu kommen. Aber man muss halt am Ende, kurz vorm Ende, nach hinten und dann nach vorne. Und ich schaffe es einfach. Ja, da verkacke ich auch. Und ich schaffe es einfach nicht. Und für alle, die an mich geglaubt haben und wenig Versuche gemacht haben, danke an euch, aber ich brauche jetzt noch ein paar. Ich brauche nicht mehr viel. Ich kann jetzt schon verraten, ich brauche nicht mehr viel. 51. Ich brauche nicht mehr viel. Weil ich brauche nur noch diesen einen Sprung hier. Und da ist das Ziel, da ist das Ziel. Es ist nur noch das hier. Ohne Scheiß, es ist nur noch das hier. Da vorne ist das Ziel. Also, ihr seht jetzt nicht, wo ich hin zeige, hier mit der Maus. Da vorne ist das Ziel, es ist nur dieser eine Sprung. Und ich schaffe es nicht, mit dem Hinterrad da aufzukommen, weil ihr seht, ich habe nur Hinterradantrieb. Ich komme nicht. Es tut mir leid für alle, die jetzt so 50, 51, 52 haben. Es tut mir leid, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Ich probiere es. Ich spiele das Spiel zu diesem Zeitpunkt erst zum ersten Mal und ich kriege es einfach nicht hin. Ihr seht das. Da probiere ich ein paar Tricks, weil ich dachte, vielleicht kann ich jetzt schon nach hinten, damit ich mehr Speed habe. Ich schaffe es einfach nicht. Aber ich sage jetzt schon, es sind nicht mehr viele Versuche. Jetzt ist spannend. Es sind noch nicht mal mehr 10 Fehlversuche. Kann ich jetzt schon sagen. Guckt.
Jetzt schaffe ich es und ich ärgere mich. Ich schaffe es zum ersten Mal mit dem Hinterrad aufzukommen. Bin dann zu aufgeregt, hab immer noch den Gasknopf und falle hinten rum. Es tut mir leid für alle, die 56 hatten oder 55. Ich hätte es jetzt geschafft. Aber es sind noch nicht mehr viele. Es sind noch nicht mehr viele Fehlversuche. Da ärgere ich mich dann ein bisschen, werfe fast den Controller weg. So, nächste. Ich schaffe es jetzt gleich. Guck, 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 guck. Ich schaff's wieder und bin wieder zu aufgeregt oder drücke halt die ganze Zeit noch Gas, anstatt loszulassen, dass ich mit dem Hinterreifen aufkomme und nach vorne. 59 Fehlversuche, nicht mehr viel. 60 Fehlversuche, jetzt gucken. Und ich verkack's wieder. 61 Fehlversuche. Und... die Leute. Ich hab's geschafft. Vorne ist das Ziel. Übrigens, ich habe so Lampen jetzt, die mein Gesicht ausleuchten. Wie findet ihr das? Wie findet ihr die Kamera? Ist das gut? Leute, 61 Fehlversuche. Es ging einfach am Ende dann nicht. Das hat mir echt nochmal 10, fast 20 Versuche gekostet. Es tut mir leid für alle. Aber wir gucken jetzt. 61 Fehlversuche. Also, nach hinten. Wer ist am nächsten dran? Ich habe schon mal geguckt natürlich, weil es gibt einen lustigen Fall. Weil bei 61 Fehlversuchen ist einmal der hier am nächsten mit 3 weg und es hat aber noch eine 58, der Isa. Auch 58 Fehlversuche. Ich habe mir jetzt einiges überlegt, also ihr könnt hier gerne nochmal durchgucken, ne? 66 ist leider 5 Fehlversuche weg von 61, 58 ist nur 3 Fehlversuche weg. Deswegen haben die beiden Isa 0556 mit 58 gewonnen und er hier. So, jetzt ist das Problem, es haben 2 gewonnen. Und ich hatte ja hier gesagt, wenn wir 850 Abonnenten erreichen, was wir nicht geschafft haben, hier seht ihr das, dann kriegen 2. Dann hätten jetzt beide 20 Euro bekommen. So, jetzt ist das Problem. Ich habe schon lange überlegt, wie mache ich das jetzt? Ich mache es folgendermaßen. Ich könnte jetzt entweder jeden 10 Euro geben oder 10 Euro Steam, was auch immer sie sich wünschen, ein Code, 10 Euro. Oder ich gebe halt einem 20 Euro und lose das jetzt zufällig zwischen den beiden aus. So, das überlasse ich jetzt aber den beiden. Weil es ist schon ganz oft passiert, dass bei einem Gewinnspiel, was ich gemacht habe, irgendwelche Randoms kommen, sich hier anmelden und dann eine Woche später, wenn ich jetzt auflöse, sich gar nicht mehr melden, obwohl sie gewonnen haben. Und dann verlose ich das ja nochmal. Das hatte ich jetzt schon 2, 3, 4 Mal. Vielleicht ist es ja hier auch so. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich lade jetzt dieses Video hoch. Wer hat gewonnen, lade ich jetzt hoch. Ihr beide seht das. Jetzt habt ihr, heute ist Samstag, ich lade das jetzt gleich hoch, veröffentliche es noch heute am Samstag, den 3.6. Ihr habt jetzt bis zum Sonntag 4.6., Montag 5.6. bis Montag 24 Uhr Zeit, also bis quasi Dienstag 0.01 Uhr, Dienstag habt ihr jetzt Zeit, auf dieses Gewinnervideo, ihr beide habt gewonnen, zu antworten und antworte bitte als Kommentar, yo, komm, gib uns jeden 10er, ist in Ordnung, oder nee, los aus, gib 21. Wenn ihr beide das gleiche schreibt, mache ich das, was ihr schreibt. Schreibt ihr beide nicht das gleiche, aber ihr schreibt beide etwas, dann entscheide ich es. Schreibt nur einer von euch bis Dienstag, dann gewinnt der die 20 Euro, weil der andere dann irgendwie das hier nicht mehr sieht. Schreibt keiner von euch, gewinnt die nächsthöchster mit den Fehlversuchen. Das sind dann die beiden 66er hier. Ich habe schon vorher geguckt, die beiden hier würden dann gewinnen. Und dann können die sich aussuchen, jeder ein 10er. Antworten die dann nicht, gewinnt der nächste. Aber ich glaube, es wird schon irgendwie antworten. So, jetzt aber erstmal, ne? Issa und Lizira Lolix, ihr beide habt gewonnen. Antwortet jetzt auf dieses Video, was ich jetzt hochlade. Wollt ihr jeder einen 10er, sagt ihr, nee, los aus, einer einen 20, dann mache ich das. Antwortet einer nicht, gewinnt der andere automatisch. Ihr habt bis Dienstag Zeit zu antworten. An alle anderen, danke fürs Mitmachen. Nächstes Gewinnspiel kommt, ihr wisst es. Haut rein, schönes Wochenende. Bye, bye.